Steven fragt Pete Smith, von welchem Game gibt es die beste Collector's Edition? Ich muss sagen, die coolste Collector's Edition, die ich bis jetzt hatte, war die von Gothic 3. Und das Spiel dahinter war richtig beschissen schlecht. Kann ich alles richtig machen. Ich besitze nur zwei Collector's Editions, glaube ich. Einmal da die von Fallout 4. Die ist ziemlich geil. Und eine von World of Warcraft. Also die habe ich halt bekommen. Ansonsten kaufe ich mir eigentlich selten Collector's Editions, weil da sind irgendwelche, da sind halt vielfach Sachen drin, die ich, wo ich nichts mit anfangen kann. Also diese ganzen Zeichenkärtchen und was weiß ich nicht, was da drin ist. Ich könnte auch die ganzen Figuren irgendwie nirgendwo mal hinstellen. Ich habe jetzt übrigens die Tage nach Cyberpunk geguckt, nachdem ich jetzt wieder zu Hause war nach der E3. Natürlich ausverkauft. Vielleicht Doom Eternal. Weil auf Doom habe ich schon sehr Bock. Gucken wir mal. Also das, deswegen, also von welchem Game die beste war, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur zwei. Ich habe genau eine Collector's Edition. Und die ist von Ni No Kuni. Ni No Kuni 1. Und damit war das die beste Collector's Edition, die ich jemals hatte. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Typ, der die alle braucht. Mir reicht das Spiel. Wenn das gut ist, bin ich zufrieden. Die beste, die ich habe, auf jeden Fall Dark Souls 1. Die steht da. Habe ich auch mal ein Video zugemacht. Die ist ganz schön geil. Oha, das ist eine richtig schwere Frage. Weil ich habe ziemlich viele Collector's Editions und die waren nicht alle, aber viele waren ultra geil. Also zum Beispiel hier hinter mir, da Overwatch war ziemlich cool. Jump Force war natürlich sehr, sehr cool. Die wollte ich unbedingt haben. Kandidat für, also also eine der coolsten. Dann habe ich da hinten noch die, For Honor. Die Köpfe, die waren auch ultra cool. Assassin's Creed war natürlich auch cool. War halt nicht so mega. Aber ich bin halt so Fan von den Sachen und deshalb ist es für mich irgendwie, keine Ahnung, schon wichtig. Aber ich glaube, die coolste Collector's Edition, die steht noch hier. Und zwar ist das von, wer rät es? Hä? Wer rät es? Sammy? Von Days Gone. Weil da waren echt coole Sachen drin. Ich glaube, das ist eine Collector's Edition, die man auch nicht kaufen konnte, sondern die lediglich der Presse zugeschickt wurde. Und da sind so Sticker für die Jacke drauf, eine Kette. Also es passte so super gut zu dem Biker-Setting. Da sind echt viele Dinge sehr gut durchdacht und passen einfach super gut zu dem Ganzen. Und hier zum Beispiel noch der Ring aus dem Spiel, der auch eine wichtige Bedeutung hat. Alle Entwickler haben hier unterschrieben. Also die halte ich sehr, sehr stark in Ehren. Und freut mich sehr, 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 dass ich die bekommen durfte. Hier noch ein ziemlich cooles Artbook. Dann war da noch ein richtig gutes T-Shirt drin. Manchmal sind da so echt so 0815 T-Shirts drin. Aber hier, das T-Shirt, das ziehe ich sogar wirklich an. Bei den meisten, wo einfach nur, keine Ahnung, das Spiel drauf gedruckt ist und so, das ist echt so, naja, ganz cool, aber hey, was will ich mit dem 18. T-Shirt von einem Spiel, außer es ist halt mein absolutes Lieblingsspiel. Ja. Days Gone, mein aktueller Favorit,